Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meiner Facebook-Seite. Ich hoffe, sie gefällt euch und gibt euch Informationen. Der eine oder die andere wird sich fragen, warum kommt Nitan im Jahre 2013 erst auf Facebook? Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange gezögert, weil wenn ich so eine Seite mache, will ich es auch selber machen. Es soll von mir kommen, es soll authentisch sein. Und da man viel zu tun hat als Bundestagsabgeordneter, wird das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, wenn ich alles immer beantworten soll. Aber ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis, dafür ist es dann auch 100% Dietmar Nitan und ich hoffe, es hilft mit, so ein bisschen mitzukriegen, was man so als Abgeordneter macht. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meine Seite regelmäßig besucht und noch mehr freuen, wenn ihr auch mit mir Kontakt aufnehmt, Fragen, Anmerkungen habt. Und es wäre natürlich auch klasse, wenn ihr die Seite anderen weiterempfehlt, damit das ein bisschen Verbreitung findet. Und so hoffe ich, sehen wir uns dann wieder auf meiner Facebook-Seite.